Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Enderal. Wir haben uns verlaufen und laufen momentan da oben hin. Fragt mich nicht warum. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir da hochkommen. Also dann hätten wir uns verlaufen. Doppelt verlaufen. Ich glaube, das ist möglich, oder? Ist da hinten ein Bär? Ah. Ah. Kleine Drecksratte. Oh, da ist noch mehr. Egal, ich will zuerst den Bären. Weil der hat mich einmal getötet. Zack! Tod und Verderben! Ah, oh, cool. Das war's mit meiner Waffe. So, mein lieber Wolf. Du hast mich zwar nicht getötet, aber du bist sowieso One-Hit. Hör auf dich zu bewegen. Wieso bewegst du dich nicht? Ich hab gesagt, du sollst aufhören. Da bewegt ihr euch normalerweise. Ja, der Wolf ist weg. Komm. Was soll's. So, ich vermute mal, da... Karnickel. Stopp, Karnickel. Hast Glück gehabt, dass da ein Stein im Weg war. Alter Schwede, sonst hätte ich dich richtig weggemetzelt. Ah, ja, jetzt versteckst du dich. Ah, komm. Zack. Na gut, war ein Versuch wert. Guckt euch die Kackbratze an. Oh! Kleine Minivögel. Wo ist die kleine Kackbratze hingelaufen? Ich weiß, dass du da bist. Ich sehe dich. Da versteckt sich das Mist. Ja, aber ich sehe dich. Hm? Ja, du bleibst du plötzlich stehen. Ah, oh, er hat einen Kanickel gefressen. Toll. Ich bin ein Wolf und kann nicht schwimmen. Ja, jetzt bist du tot, Alter. Oh, sonst niemand hier? Gut, keiner, der mehr aufs Maul will. So ist recht. Ich hab Angst, ich speichere ab. Ich hab Angst, dass gleich der dritte Wolf kommt. Normalerweise sind die immer zu dritt. Und der wird mich zu Tode erschrecken, wenn der gleich hinter mir auftaucht. Nee, er weiß nicht mehr, wo ich bin. Perfekt. So, ich vermute mal, wir laufen noch irgendwo richtig. Hallo? Irgendetwas sieht mich mal wieder. Mr. Fuchs? Weißt, das Küken sieht lecker aus, aber... Du bist weg. Und das Küken auch. Kaboom! Schleichangriff, Alter. Schleichangriff. Okay, wenn wir da hochgehen, kommen wir wahrscheinlich zu diesem komischen Aussichtsplattform ins Dingens. Und irgendwo auch zu unserer Quest. Aber wir müssen jetzt erstmal in die Burg gehen. Weil ich Bock drauf habe. Burg ad Ballon. Festhalle. Und ich muss noch eine Quest nachholen. Stimmt ja eigentlich, ne? Stimmt ja, das muss ich ja noch machen. Naja, werde ich schon kriegen. Ich sehe dich. Was auch immer du bist, Alter. WTF. Holy shit. Das will ich meinen, dass du dich versteckst. Was warst du denn, Alter? Bist du ein Supermutant? Schleimelementar. Oh, wir haben es hier mit Hexern zu tun. Ich verstehe. Zum Glück ist hier keiner. Was ist das denn für eine Wurzel, sag mal? Kommt einfach aus dem Steinboden. Was fällt dir ein? Benötigt Schlüssel. Okay, ich vermute mal, wir brauchen einen Schlüssel. Ist aber nur eine Vermutung. Ich kann es nicht versprechen. Gut, dann müssen wir erstmal den anderen Weg gehen. Was zum Teufel? Was, ich dachte, du wärst ein Geist. One hit, wonder. Ja. Der staunst, oder? Hab ich dich abgezogen. Und du? Dich habe ich auch abgezogen. Ich ziehe euch alle ab. Und ziehe euch eure Beeren ab. Was wollt ihr dagegen tun? Ha, eine Truhe. Sie schenken mir eine Truhe. Finde ich gut. Das sollten am besten alle tun. Ein verschlossener Brunnen. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Definitiv. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich Mr. Meister finden. Wieso kommt hier Wasser runter? Ach, das schmilzt. Krass. Dass hier nicht alles schimmelt. Moment. Ich stand da hinten. Wo bist du hingeflogen, Dude? Hallo?
Festhalle. Wo ist der Typ hin? Ach da. Hast du einen Schlüssel? Natürlich nicht, aber ein bisschen was Wertvolles. Le Festhalle. So, ich muss mal ganz kurz auf mein Handy gucken. Ah. Das stimmt. Ich wollte noch nach Windows 7 gucken. Sorry, ich mach das, ja? Wenn du das hier guckst, habe ich es wahrscheinlich schon gesehen. So. Jetzt ist da jetzt der Ausgang? Was ist das denn für ein Troll? Hä? Oh. Ich vermute mal, der Kollege wollte nach dem Schlüssel greifen. Sehr schön. Was haben wir da? Gesellenbuch Elementarismus. Keine Ahnung. Brauche ich nicht. Nun denn, vielen Dank, Herr Skelett, für diesen Schlüssel. Ich werde mich revanchieren, indem ich deine Freunde umbringe. keine Ahnung, warum ich als Danke mal alles umbringen muss. Ist wahrscheinlich meine Natur. Ich dachte schon, da steht jemand. So. Ich würde sagen, erfolgreich gefunden. Ich hätte es fast übersehen, ich gebe es zu. Aber nur fast. So. Wir speichern in dieser Stelle. Man weiß ja nie, was sich hier befindet. Ja. Also, komm, ist nicht dein Ernst, oder? Okay. Ist okay. Du kleines Dreckstück! Guckt's euch an! Alter, wir sollten sowas sehen. Ach, kann man nur einmal betätigen? Oh, schade. Jetzt gerne genutzt. Okay, ich vermute mal, wir werden jetzt öfters abspeichern in diesem Bereich. So. Hallo? Da hinten ist schon der Ausgang. Pfeil und Bogen vor dem Wind, würde ich glaube mal behaupten. Okay, da hinten geht es zum Ausgang. Ich gehe da trotzdem kurz hin, nur um zu gucken, ob da irgendwo eine Falle ist. Nicht, dass ich auf dem Rückweg plötzlich irgendwo reinlaufe und dann bin ich tot. Auch ein bisschen länger der Weg, ja? Hallo? Boah, steh ruhig. Du brauchst nicht aufstehen. Ich werde mich selber bedienen. Guck mal, wie nett ich bin. Ich habe extra ein Piercing geschossen. Das ist unglaublich. Ich bin so modern. Okay, hier ist einfach nichts. Und du hast zwei Betten. Das ist ein Schalter. Okay. Ich muss sagen, heute bin ich sehr aufmerksam. Ich sollte mir selber Blumen mitbringen. Aber first werden wir gucken, was es hier noch so Schönes gibt. Verdammt! Hey! What? Was hast du für eine Range? Alter Schwede. Okay, ist nur ein Schatten. Okay, uns erwartet ein kleines Jump'n'Run. Surprise! Ich bin tot! Er wollte nicht springen. Ich habe aber die Zukunft gesehen. Okay, okay, okay. Es wird schon. Ich vermute mal fast, wir machen das gerade hier umsonst. Ja, das Tor ist zu, ich meine. Wieso springe ich da hin? Okay, es muss hier irgendwo noch einen zweiten Schalter geben. Irgendwo ist hier noch ein zweiter Schalter. Schalter hoch. Ich möchte dennoch einmal kurz darüber springen, einfach nur um zu beweisen, dass ich es kann. Oh. Alter, ich kann's. Ich kann's. Ich schwör's euch. Ich kann's, ich kann's. So. Finger kurz strecken.
Okay, Geronimo. Okay. Geronimo. Au, 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 au. Geronimo. Okay, jetzt bin ich hier. Ich kann sogar die Tür dahinten öffnen. Das ist deine Ernst? Komm ich auch zurück? Ich komme nicht wieder zurück. Okay, muss ich auch vielleicht gar nicht, aber ich sollte etwas essen. Oh Mann. So, kurze Notiz. Okay, wir kommen nie wieder zurück. Eventuell sollte ich laden, oder? Ich meine, das Ding ist, offensichtlich kommen wir da jedes Mal hin. Das heißt, wir sollten definitiv vorher einmal kurz da unten vorbeischauen. Einfach um zu gucken, was da hinten ist. Wahrscheinlich finden wir da irgendwo einen Schalter, der uns dann quasi das Tor öffnet. Oder ich bin hier. Auf der anderen Seite. Ist das da oben nicht die Tür, wo wir gerade waren? Ergibt das Sinn? Ist das die Möglichkeit? Kriegen wir Leben? Ich sehe keinen Zuwachs. Irgendwas Kleines. Irgendwas Kleines zu fressen. Lauch, komm. Jawohl. Der Lauch hat's gerissen. Dabei sagt man aber diesen Scheiße. Ich vermute mal fast, das ist die Tür, durch die wir gerade gekommen sind, oder? Großartig. Dann ergibt das doch keinen Sinn. Warum sollte man hier so einen Jump'n'Run machen? Okay, gut, für diejenigen, die vielleicht den Schalter nicht sehen. Aber selbst wenn die den Schalter nicht sehen, das Tor ist doch versperrt. Ich weiß es nicht, Freunde. Das Spiel ist seltsam. Manchmal muss man es nicht verstehen. Manchmal muss man es einfach nur spielen. Oh, ich sehe dich. Da geht's zurück zu den Ruinen und das ist höchstwahrscheinlich der Ausgang. Tiefen. Okay. Aber ich vermute mal, dann ist das hier nur ein kleines Zimmerchen. Predicted, Alter. Oh, ich wollte gar nicht den Stein. Ich wollte das Seil. Ist gut, ist gut. Wir haben genug Fallen gesehen für heute. Okay, das ist schon mal sinnlos. Aha. Okay, für eine kleine Truhe, wo einfach ein Scheiß drin war. Ich verstehe das Spiel. Ich mag dich auch. Ich mag dich wirklich auch. Nicht. Aber doch, das ist ein schönes Spiel. Die Widersprüche in sich. Zero hat es drauf, sich zu widersprechen. So, wo landen wir denn heute? Ich hoffe nicht auf der Speisekarte. Wie die einfach wissen, dass da ein Pfeil angeschossen kommt. Und vor allem, wieso nennt sie mich Schlampe? Die weiß doch noch nicht mal, dass ich eine Frau bin. Hauptsache erstmal beleidigen und dann gucken, welches Geschlecht, ne? Ist richtig. Untote vertreiben. Gleißender Funke. Ein Straßendieb, den ich mal beklauen werde. Und der Nummer 2 so. Wo ist Nummer 2 so? Keine Ahnung. Ich hab das 2 umgebracht. Ah, da versteckst du dich also. Na, die Robo nicht mit. Tschüss. So viel dazu. Ich vermute fast, wir laufen jetzt im Kreis. Das sieht schon fast so aus, als wären wir wieder am Anfang. Die Frage ist nur, wo kommen wir dann genau raus? Vielleicht an unserem Ziel, das wäre schon cool. Warum muss sich der Weg spalten?
Da geht's tiefer nach unten und da geht's höchstwahrscheinlich zum Ausgang. Ich weiß das noch nicht. Ach nö, ist Wayne, wo wir lang gehen. Wieso haben wir da Feuer? Hab ich irgendwie feuermäßig irgendwas drauf? Ich weiß, es wird höchstwahrscheinlich nichts bringen. Feuerball. Aber let's try it. Boah, doch, ja, cool. Wir sollten für diesen Fall der Fälle auf jeden Fall den Feuerball ausgerüstet haben. Einfach nur, damit wir diesen Scheiß machen können. Na gut, jetzt haben wir den standardmäßig an. Na gut. Ah, cool. Haben wir uns für den richtigen Weg entschieden, wa? Das ist schon mal nice. Kommt mir das nur so vor, oder ruckelt das? Nun denn. Gehen wir tiefer an die Tiefen. I can see you. Leider kann er mich jetzt nicht mehr sehen. Er wird nie jemanden wiedersehen. Altes Buch aus Altbador. Ja gut, das komm, das ist akzeptabel. Ihr löst die zuletzt aufgeschlagene Seite. Kein Windstoß oder äußerer Einfluss war in der Lage, sie umzuschlagen, da der Rest des Buches von einer blutverklebten Starre zusammengehalten wird. Wir haben uns aus den unteren Ebenen zurückgezogen. Es kommt immer näher. Wir sind ein Orden von Heilern und keine Krieger. Cool, ich habe Heilung gebracht. Ich fühle mich gerade sehr stolz. Keiner von uns mag gegen den Schrecken aus dem Dunkeln antreten, welcher sich in den Tiefen von Ad-Balor ausgebreitet hat. Wir wissen nicht, was es ist oder in welcher der Höhlenkammer es sich genau befindet. Vielleicht ist es auch die Ungewissheit selbst, welche sich von allen Guten abgewandt hat. Sogar unser belesener Bruder Gildaumir vermag es nicht zu deuten. Stattdessen faselt er immer wieder etwas von einem roten Wahnsinn. Ah, wir haben hier irgendwas mit dem roten Wahnsinn zu tun, ja? Es scheint, dass am Ende nun auch das Gestein und die Erde, die unsere Hallen umgeben, nicht mehr auf unserer Seite stehen. Die Wände brechen ein und überall quillt dieses grässliche, unheimliche Licht hervor. Ein Licht, das nicht von dieser Welt sein kann. Es kam aus diesen Tiefen gekrochen. Überall, wo dieses Licht hinfällt, erstarrt es zu Eis. Gildaumir hat uns erzählt, dass es kein Licht gebe und wir selbst dafür verantwortlich wären. Vielleicht hat er sich bereits in die Riege der Erkrankten eingereiht. Ist ebenfalls verrückt, so wie alle hier? Ich bin spät dran. Die Besprechung bezüglich der Flucht unseres Ordens hat wohl bereits begonnen. Die ganzen Rezepte, alle Erkenntnisse, die wir niederschreiben konnten und vor allen Dingen die vorzüglichen Extrakte aus den Pilzgärten, die bisher noch jede Wunde eines Abenteurers verschließen konnten. Soll ich ohne jegliche Beachtung hier einfach dem Vergessen überlassen? Bruder Gildaumir ist der Meinung, dass genau dies vonnöten sei. Denn die grausamste Befürchtung sei eingetreten. Wir haben keine Antworten mehr von unseren Brüdern aus der oberen Ebene bekommen, sondern ein abscheuliches, widerwärtiges und ekelerregendes Schmatzen vernommen. Wir sind also eingekesselt, oben und unten nur noch Verrückte. Wir werden unsere Bastion aufgeben müssen. Wir müssen fliehen. Ich muss fliehen, ansonsten werde ich wie Gildaumir und der Rest. Ja, cool. Bist du das da unten? Hast du das geschrieben? Ich mag es fast zu bezweifeln. Holy shit, das war... Kein Scheißspiel, ey. Okay, da geht's tiefer an die Tiefen. Hier geht's irgendwie hoch. Wo geht er mir? Bist du hier? Hm. Moment.
bin im Kreis gelaufen. Okay. Wieso nicht? Kann man ja mal machen zwischendurch. Finde ich gut. Nehme die Trommel mit. Ich brauche irgendwas zur Erleichterung. Gut, gehen wir tiefer in die Tiefen. Hoffe ich zumindest. Oh. Eine Notiz für mich? Ah, da oben war einer. Genau. War das Galdamir? Oder bist du Galdamir? Die Mitte ist aller Anfang und allen Endes. Zweimal schreitet sie nach vorn, zweimal schreitet sie nach links, stolpert zweimal geradeaus und schaut nun von der Mitte in den Gauss. Nun stolpert sie ans rechte Ende, hält sich dabei ihre blutige Hände, fällt exakt 3 Schritt nach vorn, dann 2 nach links und 2 nach vorn. Galdamir, okay, das ist Galdamir. Oder jedenfalls einer, der eben einen Zettel geklaut hat. Apropos Zettel, ich habe jetzt hier einen Zettel in der Hand. Und ich werde mir das jetzt notieren. Und wir werden morgen dieses Rätsel lösen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.